Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, pass auf ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing wieder hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie Sie sehen können, heute wieder von zu Hause. Willkommen wieder in unserer Serie Auf ein Wort, immer zu Beginn eines Monats. Ich schildere kurz, was war im vergangenen Monat, also im Juli 2020, woran arbeiten wir gerade und was erwartet Sie im August 2020? Und ich kann Ihnen sagen, eine Menge. Wir haben auf unserem Blog www.dzla.de mehrere Videos hochgeladen, in denen wir unsere Seminare, die wir im Rahmen unserer Dialogakademie durchführen, vorstellen. Schauen Sie einmal drauf. Dann haben wir eine neue Serie gestartet, die heißt Im Gespräch. Die hat ein bisschen für Furore gesorgt, was uns sehr gefreut hat. Wir haben dort zum einen in Vorbereitung auch auf unsere Tagung am 4. November zum Team, dazu sage ich gleich noch etwas, haben wir Interviews gemacht mit einem Team, in denen sich das Team selbst äußert zur Bedeutung des Teams. Wie konstituiert sich ein Team? Was macht das mit einem? Wo hilft es einem? Wo gibt es vielleicht Schwierigkeiten? Schauen Sie einmal rein. Ich habe dann, denn im Juli ist erschienen die nationale Demenzstrategie unseres Landes. Und dazu habe ich ein Interview gemacht mit Sabine Jansen, der Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Denn die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hatte den Co-Vorsitz bei der Entwicklung der nationalen Demenzstrategie zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfamilienministerium. Dieses Video wird im Moment viel geteilt, wird auch diskutiert und ich bitte Sie darum, schauen Sie es einmal an. Es dauert zwar 50 Minuten, aber ich glaube, es lohnt sich und ich habe auch einige kritische Fragen dazu gestellt. Was noch? Ich habe ein Glossar gemacht zum Thema der Häuslichkeit, Pflege in der Häuslichkeit. Was bedeutet das überhaupt? Ist Häuslichkeit gleich Häuslichkeit? Und habe es auch überschrieben mit dem Titel Der Irrtum des Statistischen Bundesamtes. Schauen Sie rein, es ist spannend genug dazu. Und natürlich habe ich einen Podcast gemacht und im Podcast neben all diesen Beiträgen, die ich gerade schon genannt habe, die Sie auch im Podcast hören können oder nachhören können, gibt es immer auch am Anfang etwas, das heißt nur ein Gedanke, wo ich Sie ein Stück weit mit in meine Gedankenwelt nehme. Und da geht es diesmal um die Sprachlosigkeit in Teams. Nicht nur um die Sprachlosigkeit zwischen Wissenschaft und Praxis, sondern diesmal um die Sprachlosigkeit im Team. Woran arbeiten wir gerade? Wir sind in den Ferien, natürlich, Sie hoffentlich auch und bald wieder zurück. Die Zahlen auf unseren Kanälen steigen, habe ich schon gesagt, aber ich will noch einmal auf die Dialogakademie eingehen. Wir machen in diesem Jahr ja noch 4 Seminare, Präsenzseminare und unsere Tagung am 4. November. Wenn es denn so ist, dass die zweite Corona-Welle ausbricht oder schon ausgebrochen ist, möglicherweise, wie wir derzeit zu lesen haben, wird die Dialogkonferenz zum Thema das Team als Therapeutikum am 4. November in jedem Falle stattfinden. In dem Falle, in dem wir es nicht als Präsenztagung machen können, werden wir es als Zoom-Konferenz durchführen, auch live. Wir werden es live von Osnabrück aus moderieren. Wir werden die Referenten zuschalten, die ihre Vorträge halten, sodass sie auch nachfragen können. Wir sind da in den Vorbereitungen. Also melden Sie sich ruhig an. Sie brauchen keine Sorge zu haben. Diese Tagung findet statt auf die eine oder die andere Art und Weise. Dazu können Sie sich auch eintragen in unsere Newsletter, Neues aus der Dialogakademie. Aber Sie werden auf unseren Seiten und von uns jederzeit auf dem Laufenden gehalten. Es haben sich auch schon eine Reihe von Leuten angemeldet. Auch zu den Seminaren steigen die Anmeldungen. Also machen Sie es noch. Die Seminare sind nur für 20 Personen gemacht. Die Dialogkonferenz können wir bis zu 100 Personen, so uns Corona keinen Strich daraus macht. So, kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was erwartet Sie im August? Jetzt im August 2020. Am Donnerstag geht's los mit einem neuer Post aus dem DNQP. Und dann geht es weiter. Nächste Woche kommt wieder eine Fallbesprechung. Der Kollege Müller-Hergel hat wieder eine Fallbesprechung vorbereitet, an der Sie sich beteiligen können, in der Sie mitdiskutieren können. Das wird sicherlich ganz spannend. Dann kommt endlich wieder, wie immer, alle 3 Monate unser großer Forschungsnewsletter. Besteht diesmal aus 2 Teilen. Zum einen als Vorbereitung auf unsere Tagung am 4. November haben wir Forschungen zum Thema
Thema Team herausgesucht. Und der zweite Teil, in dem geht es um Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Dann mache ich wieder ein kritisches Glossar, diesmal zu einem Thema, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige, aber zum Thema des Lügens. Sie wissen, in unserer Serie Kritisches Glossar geht es um Begriffe aus der gerontopsychiatrischen Versorgung, die vielleicht nicht so klar sind oder die man vielleicht mal von anderen Perspektiven aus betrachten müsste. Und das mache ich zum Thema Lügen bei Demenz. Also dazu gibt es ein kritisches Glossar. Und am Ende des Monats, wie immer am letzten Donnerstag eines Monats, kommt natürlich unser Podcast, unser neuer. Ja, das war's. Also, um Sie nochmal darauf hinzuweisen, gehen Sie auf unsere Seiten, schauen Sie einmal nach. Wir haben eine eigene Seite für unsere Tagung am 4. November zur Dialogkonferenz gemacht auf unserem Blog www.dzla.de. Schauen Sie sich die Videos an, die wir gemacht haben zu unseren Seminaren. Es sind spannende dabei und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das habe ich vorhin vergessen. Wir arbeiten natürlich fürs nächste Jahr, wird das Ganze ausgeweitet. Wir werden mit auswärtigen Referenten arbeiten. Und wir haben in Vorbereitung Seminare zu den Themen, die wir jetzt dieses Jahr schon gemacht haben. Die werden wir aller Voraussicht nach wieder anbieten. Aber auch Seminare zu den Themen Architektur und Innenarchitektur in der Versorgung von Menschen mit Demenz. Wir werden uns um Social Media kümmern, zum Einsatz von Social Media in der gerontopsychiatrischen Versorgung. Wir werden des Weiteren ein Seminar durchführen oder eine liebe Kollegin wird ein Seminar durchführen zum Thema der Haltung, der personenzentrierten Haltung. Wie erfasse ich die in einem Team, in einer Einrichtung und wie kann ich an dieser Haltung etwas bewegen? Das werden wir machen und es war noch eins dabei, das wollte ich Ihnen auch noch sagen. Ach natürlich, wir sind ja hier unter dem Dach des DNKP, des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege und wir werden ein Seminar anbieten zum Expertenstandard Beziehungsgestaltung und dem zugrunde liegenden personenzentrierten Ansatz. Und noch weitere Seminare sind in Vorbereitung, also es lohnt sich, immer wieder bei uns vorbeizuschauen. In diesem Sinne, wir verabschieden uns, wie sagen die YouTuber immer, erzählen Sie von uns, liken Sie oder disliken Sie und diskutieren Sie vor allen Dingen mit uns, denn wir sind ja ein Dialogzentrum. Also, bis dahin. Alles Gute, Ihr Detlef Rüsing. Auf ein Wort.